Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute gucken wir uns Nightingale an. Also ein Open-World-Survival-Craft-Spiel, welches am 20. Februar 2024 in die Early Access gekommen ist und jetzt sozusagen seit 4 Monaten draußen ist. Ich habe mal wieder einen Key vom Herausgeber bekommen, der Inflexion Games heißt. Also das ist sowohl Herausgeber als auch Entwickler. Und deswegen gucken wir uns das Spiel heute mal an. So, und dann starten wir mal direkt rein in, ja, Charakter machen, sage ich jetzt mal, ne? So, ja, das lese ich mir jetzt nicht durch. Wir nehmen hier einfach einen Kerl. Oh mein Gott, ist der fett. Okay. Nice Frisuren auf jeden Fall. So, ich bin jetzt nicht so ein krasser Fan davon, viel zu lange im Charakter-Editor zu verbringen. Ich fange lieber direkt beim Spiel an. Aber ich will mir trotzdem ein bisschen den angucken. Knochen, beziehungsweise die, ja doch, Gesichtsknochen, Alter, die kann man hier richtig schön formen. Nein, zumindest so. Aber gut, so, wir nehmen mal, ich wollte eigentlich, ja, hier, sowas. So, das passt. Warte mal, das ist ja nur eine Grundlage, das heißt, das kann ich dann verändern, ne? Können wir das Alter auswählen, okay. Gucken wir mal, wie das jetzt sich auswirkt. Na gut, das sieht jetzt auch nicht wirklich 16 aus. Das hat ein bisschen zu dominante Gesichtsknochen. Ah, hier, das ist doch Geburtsdatum da. Also das Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist vom Zeitalter, sage ich jetzt mal, im 19. Jahrhundert zu das Spielen. Aber es ist ein futuristisches 19. Jahrhundert. Also auch mit halt Magie und sowas. Also es ist sehr, sehr, sag ich mal, schwer, das zu beschreiben. Ja, das ist halt damit 60, 69. Da kriegt halt keine Falten, ne? Keine Ahnung, machen wir den mal so 35 oder so. So, Stimme. Wow. Ja, nimm die erste Stimme, die zweite ist irgendwie ein bisschen weird. Abstammung, was heißt das denn? Keine Ahnung, sind das... Interessiert mich jetzt eigentlich echt nicht so, ganz ehrlich. Warum ist die Abstammung denn wichtig? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie Sinn ergibt, beziehungsweise dass das irgendwie wichtig fürs Spielgeschehen ist. Bei einem Survival Open World oder Open World Craft Survival, wie auch immer. So, naja, das Aussehen, ja, okay. Also das Aussehen verändert es ja halt, je nachdem, welchem Erben du halt gehst, ne. Machen wir mal so hier. Ja, das ist schon interessant eigentlich. Das sieht doch cool aus. So. Jetzt kann man die Hautfarbe sozusagen auswählen. Komplett bleich. Ist schon so eher so rötlich. Ja, was Hautfarben betrifft, ist auf jeden Fall genug, sage ich jetzt mal. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich dachte, das ist nicht mehr hell. Das ist doch eher so eine helle... Oh Gott, okay, hier sieht er wie ein fucking Vampir aus. So. Ich will den noch so ein bisschen... Nee, das ist schon irgendwie so rötlich. Ich will den so ein bisschen dunkler haben. So hier ungefähr. Ja, so. Okay, das gefällt mir besser. Hautflecken. Hä? Wo sind jetzt diese Hautflecken? Eine Rötung. Achso, das ist noch eine Entwicklungsphase. Also Narben und Tätowierungen können wir nicht auswählen. Gehen wir zu den Haarfarben.
Okay, bei Haarfarben sind die hier komplett crazy gegangen anscheinend. Kann man ja alles mögliche auswählen. Jesus, sieht das scheiße aus. Ja, so ein. Nee. Ich finde ja vor allem die Frisur gerade noch nicht so gut. Ich glaube, ich mache erstmal die Frisur. Ja, was machen wir bei der Frisur? Alter, was ist das denn? Junge, what the? Das sieht ganz cool aus. Ich würde wie irgendwie wie so ein Professor aussehen lassen. Das hier passt eigentlich ganz gut. Ja, ich finde das aber hinten irgendwie scheiße. Also vorne ist irgendwie cool, aber hinten, ne. Mag ich nicht. Sieht auch scheiße aus. Ja, das ist auch okay, aber erinnert mich eher an so eine Schuldirektorin. Was sind denn die ganzen. Ist nicht so. Visionen haben mir bisher nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Keine Ahnung, nehmen wir das hier. So, Haarfarbe. Bisschen. Ja, nehmen wir mal so. Augenfarbe nehmen wir mal was. Ja, nee, das ist Augenbrauen, nicht Augen. Nee, dann müssen wir das gleiche nehmen, auf jeden Fall wie. Ja, das hier. Gesichtsbehaarung. Haben wir da noch gar nicht. Müssen wir das einstellen. Oh, das ist nice. Auf jeden Fall irgendein Schnurrbart haben. Ah, dass man trotzdem noch so Lippen und sowas sehen kann. Ja, das ist doch ganz cool. So, Gesichtsbehaarung, die nehmen wir hier auch gleich. Dann Augenbrauen haben wir ja schon. Ah, ne. Wie die Augenbrauen aussehen, können wir noch. Irgendwas Buschiges. Nee, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, wir lassen die wir schon hatten, glaube ich. Diese Monobraue gefällt mir auch nicht. So, was gibt's hier? Stirn. Oha. Okay, das ist mir schon ein bisschen zu viel. Aber ja, ich müsste trotzdem mal das Gesicht einfach mal noch so ein bisschen. Wie kann ich das sagen? Nicht so harte Gesichtszüge würde ich dem gerne geben. Noch ein bisschen wie zu sehr nach einem Cat aus. So. Hier die Wangenknochen. Ja, nicht so krass ausgeprägt. Hier. Nase, seine Position ist mir jetzt nicht so wichtig. Mir geht es eher um die Form. Ein bisschen. Oh, hier. Okay, Kiefer. Ja, Charaktereditoren sind halt echt schon witzig. Machen wir ein bisschen. So, okay. Jaws. Ja, genau, das hier so ein bisschen. Das ist hart, das ist soft, ne? Also Jawline ist schon. Der Hals ist noch viel zu fett. Sehe ich gerade, das sieht echt nicht gut aus.
Adamsapfel, das ist auch ein interessanter Punkt. Das habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen. Na gut, nicht, dass ich viele Survival spiele, aber ich habe eigentlich recht viele RPGs angeguckt, die halt gute Charaktereditoren hatten. Aber Adamsapfel kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das viele Spiele gehabt haben. Ja, machen wir mal weiter, ne? Ja, das mit den Augen finde ich immer geil, dass man das einstellen kann. Also vor allem, dass es halt auch solche surrealen Augen gibt, wie hier diese Dreiecke und sowas. Oder Quatsch, nicht Dreiecke, sondern was ist denn das? Achteck? Ja. Ja, das sieht schon echt insane aus. Hier sowas finde ich halt richtig krass. Das sieht auch geil aus. Dann nehmen wir mal das. Ach komm, das behalten wir. Ich habe jetzt keine Sorte mehr. Position. Oh ne, die Augen will ich eigentlich nicht unbedingt ändern. Wimpern. Lul. Kannst du ja hier eine richtige Drag Queen machen, ey. Ist ja insane. So, also ein bisschen längere Augenbrauen. Ist schon ganz cool. Elsch Wimpern. Jesus, Alter. Kommt man denn auf die Idee? Okay, krass. Vor allem den fucking Hals eigentlich. Habe ich den verpasst? Ne, oder? Zähne. Junge, was? Metallzähne? What? Das ist ja insane, Alter. Zahnmetalltyp. What? Ja, ist ja heulendes. Junge. Schiefer. What the fuck? Also das habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Wer denkt denn bei einem Charaktereditor an Zähne, ey? Also gut. Oh Gott. Joke. Nee. Also Make-up, Lidschatten, das werden wir alles hier nicht brauchen. Was haben wir jetzt hier? Naja, aber ich habe den Hals noch nicht verändert. Das ist das, was ich komisch finde. Wo ist denn der Hals? Stirn, Schädel, Braue, Ohren, Wangen. Das ist alles vom Kopf. Kiefer, Kinnstärke, Kinn, Jaw, Adamsapfel. Aber hier gibt es keinen Hals. Sieht halt echt scheiße aus hier. Ah ja, was soll ich denn machen? Gibt's halt nicht. Also die haben wirklich gefühlt an alles gedacht, aber nicht daran, nicht an den Hals. Egal, passt auch so. Robuste Kleidung. Arbeiterkleidung. Bescheidene arkane Tracht. Übelst weird aus. Abendsgewand. Feierlicher Anzug, Militäruniform. Hat das denn Einfluss auf das Spiel, was ich am Anfang anhab? Unterwäsche. Ich wollte eigentlich diese robuste, so lange gab es hier. Das ist so cool, das sieht so ein bisschen wie. Naja, halt 19. Jahrhundert, so Sherlock Holmes und sowas. Ah, Grundausrüstung, das hat auf jeden Fall. Und was steht hier irgendwas da? Ah, so hat vielleicht Einfluss aufs Spiel. So, das hat auf jeden Fall Einfluss aufs Spiel. Ein Hammer oder ein leichter Trank der Rast. Also mehr. Aha. Was haben wir hier? Aha. Werkzeuge, Kleidung, Tränke und Mahlzeiten. Und hier ist Bauen. Okay. Okay, Abenteuer ist es. Was ist das? Ja, das ist eher so zum Kämpfen. Magiker, what the fuck?
Man, die Magier damit? Magiker? Diesen Begriff habe ich so noch nie gehört. Ja gut, das will ich sowieso nicht herumtreiben. Okay. Ja, ich bin Baumeister oder Handwerker halt auf jeden Fall. Das Ding ist ja, hier ist ja Herstellung vieler Dinge von Werkzeug und Kleidung über Tränke. Das heißt, ich könnte mich hier auf jeden Fall zumindest den Hammer machen oder kannst du das dann überall machen? Eine in diesen ungewissen Zeiten äußerst wertvolle Fähigkeit. Ja, wir nehmen mal Handwerker, würde ich sagen. Oh, Geschichte, Akademiker. Oh Gott, hier wird gegendert, leck mich am Arsch. Why? Akademiker, okay. Ah, was gibt's hier noch? Politiker, auf keinen Fall. Handwerker. Eremit. Offizier, tauge nichts. Vegabund. Würde ich sagen, nehmen wir mal Handwerker. Weltenmacht. Aha. Ja, die Weltenmacht ist anspruchsvoller, die Welt, die Schwierigkeitsgrad ihrer Stadtwelt. Allen Welten, die sie danach auch so. Okay. Ja, dann machen wir Mittel einfach, würde ich sagen, ne? So, Startpunkt. Tutorial, Wald. Ja, wir machen auf jeden Fall Tutorial, weil ich hasse es, wenn ich da irgendwelche Knöpfe oder sowas nicht finde. Ja, ich würde sagen, das passt jetzt. Wir nehmen. Was gibt's denn hier Schönes? Thomas finde ich gut. So. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale, only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not all is lost, for Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realmwalker. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? Aha. Also Nightingale ist auf jeden Fall eine Gegend. Das ist das, was ich aus dem Trailer rausnehmen kann. Oder aus dem Intro, besser gesagt. Alles bereit. Ja gut, wenn alles bereit ist, dann lad mal. Unbekannte Welt. Aha, wir haben auch eine Zeit. Beziehungsweise also eine Uhr. Aha. Let my words steer your steps. What the fuck? Okay. Also es gibt auch eine Third-Person-Ansicht, soweit ich weiß, aber ich werde die jetzt, denke ich, mal nicht so oft benutzen.
Was ist das jetzt? Also ich habe das Fläschchen und ich habe das hier. Aha, also man hat auf jeden Fall auch Ausdauer, so wie ich das verstehe. Gut, ich gehe mal davon aus, weil das ja eh das Tutorial ist, werde ich jetzt hier nicht viel sammeln können oder sowas. How now, Fleshling? Whither wander you lost in our Feywilds? Okay, also ich kann links und rechts auswählen. Ja, dann nehmen wir mal links. Show haste, human. Quickly, before those bound fiends sniff out your despair. Ja, quickly was? Wo muss ich denn hin jetzt, Kollege? Shadows abound. Yet, like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm, and rebuke death, unlike so many of your kin. Take these bloodstained cards, play them, and let amiable bond be drawn between Fey and Fleshling. Give me your hands, that we may be friends. And I shall restore amends. Omosit inkunul ome. Hurry yonder toward portal and apparatus, so you, bear child of earth, might abscond this nightmare. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide, a greater gift awaits. Partnerships with We Fae afford many wonders yet unseen. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. Hier verstehe ich das jetzt richtig, dass man eine Welt sich sozusagen erschafft aus prähistorischen und Zukunft oder Zukunft zum Beispiel und dann sie miteinander verbindet. Ein interessantes Konzept. Was ich mich aber immer frage bei solchen Spielen, das ist auch, was ich mich bei Once Human gefragt habe. Warum müssen diese Spiele unbedingt online sein? Also, das von Anfang an jetzt, das Spiel hat für mich jetzt nichts. Also klar, es gibt einen Offline-Modus, schon klar. Aber ich meine damit eher, das ist so ein Single-Player-Koop-Spiel für mich eher als ein Open-World Survival, was auch immer. Also weil hier halt eine anscheinend eine coole Geschichte dahinter steckt. Und das ist das, was ich mich auch bei Once Human gefragt habe. Also das hätte einfach ein normales Singleplayer, beziehungsweise von mir aus auch Koop-Spiel werden können, mit Survival von mir aus. Aber halt ein Survival-RPG. Also ein Role-Playing-Game halt. Wo man halt wirklich einfach eine Geschichte, also wo die Geschichte halt viel wichtiger ist als alles andere. Und nicht halt das Surviven an den ersten Punkt gestellt wird, sage ich mal. Oh, ich muss auf jeden Fall die Grafik runterdrehen, das ist ja... Das sieht meine Maschine auf jeden Fall nicht. Dann machen wir hier auf Leistung. Dann mal schließen, mal gucken, wie das jetzt aussieht. Count thyself okay. Among the fortunate few who manage to flee the Pale's noxious proliferation. Mm-hmm. Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink.
and these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question, wilt thou be a survivor? The gift I promised should aid thy cause. A hermetic guidebook and pocket watch, purloined off the corpse of a realm walker, with the man-made network sundered. Entrust me to find the trail forward through these byway realms. In the interim, I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return anon. Okay, was? Oh, ja, gut. Under this mask, you wonder, I am Puck. Robin to some, Oberon's merry wanderer of the night. The last furtive fay to grace your kind. Hey, Bro. Die sind am Verhungern. Ja, das finde ich nicht gut. Erinnert mich ein bisschen an, oh Gott, welches Spiel waren das damals? Rust oder so? Habe ich auch leider nie viel gespielt. Aber habe ich viel zu Release gekauft. Na gut, das wird schwer. Hä? Achso, das war ein Stock. Aber habe ich jetzt... Ah, das ist nur Pflanzenfasern gewesen. Gut. Was ist das hier? Das sind doch Beeren, oder nicht? Neben haben Gegenstände benutzen. Aha. Aha. Also wenn man F drückt. Ach so, da ist die Nebenhand. Okay. Steine, Stöcke und Beeren. Na, dann machen wir das mal. So, Stöcke haben wir hier überall auf dem Boden. Sollte kein Problem sein. Hallo. Hallo. So. Hä? Kann aber nicht jeden Stock aufheben. Okay, das sind anscheinend nur Stöcke, die hier so zusammenliegen. Die kann ich aufheben. Gut, Stöcke habe ich jetzt eh genug. Steine. Was ist mit Steinen? Na gut, müsste ja eigentlich nur... Kann ich bestimmt das hier... abbauen oder nicht? Oder nicht? Anscheinend ja nicht. Scheint, meinen die mit Steinen wirklich... Oh Gott, kann dashen? Okay, gut zu wissen. Egal, dann nehmen wir uns erstmal Beeren. Und dann finden wir vielleicht auch... Steine. Nachdem wir Beeren haben. Hier haben wir noch Beeren. Und hier haben wir noch Beeren. Vogelgeräusche sind halt super aggressiv. Aber auch eigentlich recht gut gemacht. Also dass die halt vor allem von mehreren Seiten kommen. So. Steine. Also da stehen nicht... Das ist eine Statue. Kann ich hier hingehen? Das sieht irgendwie cool aus. Das ist ein komisches Geräusch. Ja. Hoffnungsecho. Mhm. Der Schleier zwischen uns. Also ist das wie ein... Wie eine Nachricht aus einer anderen Welt.
Es ist alles so fucking kryptisch in diesem Spiel. Hallo, Bro? Was geht? Kann ich dich streicheln? Nein? Okay. Warte mal, haben wir vielleicht irgendwie Steine am... Was ist, wenn ich jetzt diese kleinen nehme? Ah ja, hier sind die Steine. So, das kann ich... Ja, das kann ich auch abbauen. Ja, sehr gut. Aber muss ich die jetzt noch aufheben, oder? Ein Steinblock aufheben. Aha. Einfache Kochstation bauen. Okay, wo bauen wir die hin? Bauen wir die mitten im Wald? Ja, würde schon sagen. Kann man jetzt eigentlich angucken, wie viele Spieler jetzt auf diesem Server sind? Oder wie ist das? Oder bin ich... Ne, ich bin ja, denke ich mal, immer noch im Tutorial, ne? So, da stand irgendwas von B, ne? Bauen das mal auf einem Hügel. So. Das ist aber nur das Handbuch. Bauen. Ne, ich bin schon richtig. Einfach Kochstation. Platzieren. So, packen wir mal hier hin. Okay, gut, das ist mir sowieso klar. Interagieren Sie mit der Vorstellung. Ja, gut, das ist mir auch klar. Okay, nochmal genau das gleiche. Verständlich, glaube ich. Dann wählen wir ein Rezept aus. Automatisch füllen. Ja, dann machen wir das mal. Machen wir herstellen. Ist das automatisch her oder? Steht irgendwas von 3 Sekunden. Warteschlange. So, ist es in der Warteschlange? Achso, ich muss das Feuer erstmal entzünden, ne? Oder wie ist das? Achso, ja, gut. Also wie in anderen Spielen, einfach Stöcke reinmachen und sowas. Und dann ist das Feuer automatisch an. Ah ne, hier, anzünden muss ich noch machen. Mhm. Ich zünd das aber gefühlt an. Mit einem... magischen Zauber. Oder mit Magie, sagen wir es mal so. Magischen Zauber, das hört sich auch irgendwie komisch an. Sind das Dings? Kleine Insekten. Okay, also so klein sind die nicht, aber... Gut, da stand ja aber nur 3 Sekunden. Oh, fuck. Achso, für weitere Optionen gedrückt halten. Anzünden, untersuchen, Brennstoff, untersuchen. Ja, okay. Aha. Essen Sie die Beeren. Die gebratenen Beeren, aber ich habe ja normale und gebratene, ne? Das sind rohe. Die machen wir hier hin. Gebraten haben wir jetzt hier. Ah, you've avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, your meal was no summer court banquet, but at least you persist. We must carry forth whilst this byway is aligned with another, one which should get us closer to necessities we'll both require. The portal stands nearby. Delay not, for the withering sands await. Yes? Kennen Sie das Portal dieser Welt und reisen Sie die Wüsten eben Nebenweg Welt. Was? Ich muss jetzt einfach Portal suchen, oder was? Haben wir auf der Karte irgendeine Anzeige? Ah ja, hier. Portal. Gut, dann... Das wird auch angezeigt, anscheinend, da im Süden.
Also so ungefähr im Süden. Halt eine Wüstenkarte und Nebenwegkarte. Aha. Portal öffnen. Es ist immer noch. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe jetzt, wie wir jetzt schon eine halbe Stunde in diesem Spiel verbracht. Naja, gut. 15 Minuten von dieser halben Stunde habe ich davon verbracht, mir meinen Charakter zu machen. Sagen wir mal, ich war 20 Minuten jetzt in diesem Spiel. Und in einem normalen, in Anführungsstrichen normal, Survival-Craft-Spiel wäre ich jetzt eigentlich schon an, keine Ahnung, Ausbauen oder was auch immer. Aber hier hast du übelst viel zum Lesen. Also hast du nicht wirklich viel zum Entdecken am Anfang, direkt am Anfang des Spiels, sondern eher es wird dir erstmal die Welt erklärt, so nach dem Motto. Und das ist, wie kann ich das sagen, das ist halt eher typisch für ein RPG. Also wo du dich befindest, warum bist du hier, wer sind die Charaktere, mit denen du redest. Das ist eigentlich nur bei Survival-Spielen eigentlich nicht im Haupt, sag ich mal, das ist kein Hauptpunkt für Survival-Spielen. Da geht es halt eher ums Gameplay direkt und nicht um Erklärung, wo du bist und was und ja. Irgendwelche, keine Ahnung, Karten, die du auf dem Boden findest und was dir dann erklärt wird. Ja, ich bin jetzt in der Wüstenwelt und das ist... Das Spiel schreit förmlich nach Singleplayer-RPG. Oder Singleplayer-Survival-RPG, sagen wir es mal so. Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. Howbeit, enduring the elements is part of the realm walker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Best to test your nesting prowess and avoid exhaustion while I scour for the next byway. Sind das Viecher? Das sieht wie ein... wie so ein Kessel aus. Oh Gott, wie heißt das Ding auf Russisch? Samovarnik heißt das, glaube ich. Also so ein, wie so ein Teekocher, sage ich jetzt mal. Benutzt man eher so in, sag ich mal, in osteuropäischen Ländern. Russland, Kasachstan und sowas. Also in Deutschland ist das eher nicht bekannt, aber erinnert absolut an so einen Selbstkocher. Wo man halt so, keine Ahnung, 5 Liter Wasser reinmacht ungefähr. Und dann halt Wasser hat für 20 Personen. Quatsch, Tee hat für 20 Personen, so rum. So ungefähr sieht das aus, das Ding. So, was war das jetzt? Ich muss mir einen Unterschlupf bauen, ne? Feld aus Stöcken. Habe ich da die Stöcke, die ich vorher schon hatte? Ja, aber ich habe nicht mehr viele. War das jetzt? Hat das Schaden gemacht? Habe ich jetzt nicht verstanden. So, das sind Stöcke. Das sind sozusagen die Stöcke auf dieser Welt. Das ist zum Beispiel sehr interessant, dass halt jede Welt, dadurch, dass die auch halt auch anders aussieht, natürlich andere Bäume hat. Und allgemein, dass halt ein Stock, der auf einer Welt halt, sag ich mal, so aussieht. Also hier sieht er natürlich auch so aus wie auf der anderen Welt, aber dass die Stöcke auch mal wie kleine Bäume zum Beispiel aussehen. Das ist cool.
So, wir können uns jetzt... Nee, stopp, das ist ein Lagerfeuer. Wir wollten uns ja ein Zelt machen. Ha, so groß. Was brauche ich noch? Drei Böckchen brauche ich noch. So, dann nehmen wir das mal. Ah, was ist das denn da hinten, ey? Alter, was ist das denn? Heiß. Ach so, ich stehe in der Sonne. Ich darf nicht zu lange in der Sonne stehen. Ich meine, das hat er mir auch gesagt. Der komische Magiker. So wie die das hier übersetzen. In der Umkunft sind sie von bestimmten Umwelt gefahren, wie Hitze, Regen und Hagel geschützt, bauen sie einen Schlafsack. Also, Junge, das Ding ist aber auch riesig, Alter. Insane. Das Schlafsack. Stöcke und Pflanzenfasern. Hä? Was ist jetzt passiert? Ha. Einmal sind die Dinge hier Holzbündel. Achso, ich brauche noch mehr Stöcke und mehr Pflanzenfasern. Okay, dann machen wir das halt. Können wir aus dem Holzbündel... Ne, können wir nicht. Ja gut, ich habe auch keine Axt. Das ist ja auch keine Axt. Das ist einfach eine Mining. Das ist ja nur zum Stein abbauen, sag ich mal. So, Pflanzenfasern. Oh mein Gott, Alter, das fiel mich erschrocken. Ganz ehrlich, also vom Setting her könnte das Spiel auch ein Souls-like sein. Also die Viecher, die hier sind, also die Monster, die sind ja insane. Also super lustig. Okay, wo sind hier noch Pflanzenfasern? Sind das hier Pflanzenfasern? Ja. Nehme ich hier was mit. Okay. Ach so, also Ausgeruhtheit, wenn die auf Null ist, verliert man das Bewusstsein. Also Ausdauer wird niedriger und man kann Bewusstsein verlieren. Komfortstufe, okay. Das ist auch ein sehr cooler Punkt, dass das die Lichtwärme und die Komfortstufe sozusagen von einem Charakter erhöht. Also das ist ein sehr interessanter Stat. Den gibt es so auch selten, sag ich mal, in Survival-Spielen. Kurze Ruhezeit. Hä? Legt sich der Charakter nicht mal hin? Provisorischer Bergmann-Pickel und provisorisches Jagdmesser brauchen wir. Ist das denn Eier hier herstellen? Werkzeuge? Eier hier. So, da brauche ich... Ah, man kann auch verfolgen drücken. Dann hat man hier das Rezept rechts da. Aber ich kann das ja schon herstellen, glaube ich. Ja. Und ich brauche jetzt noch ein Jagdmesser. Okay. Das Jagdmesser braucht... Wenn wir hier auf verfolgen drücken, das braucht 3 Steine. Okay, also waren das doch die Viecher, die hier das abgeholzt haben. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Aber der hat ja nur eine Attacke, so wie ich das verstanden habe. Oh mein Gott, ist der laut. Was hat er jetzt gedroppt? Mechanische Zahnräder. Damn. Ach scheiße, ich darf... Warte mal, hier sind Steine. Okay, ich hab schon.
Mir ist jetzt sozusagen heiß schon. Also ich muss jetzt in Schatten. So, und hier können wir gleich herstellen. Jagdmesser, ne? Herstellen. Mhm. Okay. Okay. Das ist auch cool. Siehst du, also, das ist schon wieder, das ist so interessant eigentlich, dass das Spiel das verbindet, also RPG mit halt Survival oder beziehungsweise RPG mit einem Nicht-RPG-Survival-Spiel, sagen wir es mal so. Ja, halt Kreaturen haben Schwächen und Widerstände im Hinblick auf verschiedene Schadensarten. Das ist typisch RPG eigentlich. Es ist, ach, Mann, ey. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Was mir halt auf jeden Fall gefällt, ist, dass also die Welten allgemein, die sind super interessant. Also ich glaube, ich werde hier, wenn ich das Spiel noch viel weiter spiele, sage ich jetzt mal, definitiv ein bisschen baff sein. Von den ganzen Welten, die es hier noch geben wird. Beziehungsweise von den ganzen Kreaturen. Boah, das finde ich schon mal gut. Also, egal wie das Spiel letztendlich am Ende sein wird, ich finde es schon mal super, dass mich die Welt, in die ich einsteige, mich schon von Anfang an interessiert. Weil das einfach eine Verbindung ist, deswegen hat auch eine Verbindung aus Welten ist, die ich jetzt so in jedem Spiel gesehen habe. Dass die halt altertümliche Welten mit moderner Welt zum Beispiel verbindet und sowas. Also nicht in einem Survival-Spiel zumindest. In RPGs habe ich das schon mal gesehen, ja. It slipped my skull that Earth's great citadels resulted from decades of toil. Still, I expected more than that lonely truss of sticks and the haphazard cudgel you now hold. You'll need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for... Well, we shan't ruin the surprise. Let us depart, and speak of your ill-favored constructs no more. One final by way of muck and mire, then this path of beginnings shall fork unbounded into whatever endings you seek. Ich will, bevor wir weitergehen, ich will wissen, wie dieses Vieh, was das Vieh hier für einen Angriff hat, also wie mich das angreifen wird. Folgt das mich? Ach du Scheiße. What the fuck? Das hat einfach... Die sind verletzt, die müssen wie... Das hat mich einfach instant gekillt, das Vieh. Memento Mori. Ja. Nutze den Tag. Das ist ja witzig. Ja, habe ich jetzt... Muss ich jetzt irgendwas aufheben, dass ich... Hä? Was ist das? Sind das jetzt meine Gegenstände, die da drin waren? Lul, der guckt aber nach unten. Aha. Na gut. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. So, was ist das für ein Biom? Irgendwas mit Sumpf bestimmt, ja, genau. So, Portal öffnen. Stand irgendwas mit Hoffnungsecho freisetzen, das habe ich jetzt nicht aktivieren können, weil ich schon durch das Portal gegangen bin. Also man hat letztendlich verschiedene Biome und man kann diese Biome vielleicht
Weiß ich jetzt nicht, ob man die untereinander mischen kann. Aber gut. Wir machen mal Reise fortsetzen. Oh, das ist nice. Richtig coole Gebäude. If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is yours, it behooves us both to move with caution. The bound guard Fae archways that align with temporal realms. As they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to leave this final byway. While I know man's impulse is to flee, without pluck, you're sure to expire. Prepare yourself, Realmwalker. Once this fen is within our wake, a fine morsel of knowledge I shall bequeath. Ahead lie relics of humanity's future. Hey, also, wir haben hier so ein... Was ist das denn überhaupt? Was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben ein Bergmannspickel. Ach so, aber das ist... Der hier ist besser als der einfache, oder was? Nee, das ist nur... Oh mein Gott! Bild doch mal, ich habe was gelesen. Kollege, ich habe was gelesen. Kannst du mich mal lesen lassen? Okay, also das Ding ist eher zum Angreifen gedacht. Weil es hat 35 Schaden und kritischen Schaden. Na gut, das Ding hat auch einen kritischen Schaden, aber das hat nur... Wo steht denn überhaupt der Schaden da? Ja, drei... Nee, warte mal, das ist eigentlich noch besser. Hat 53 Damage. Okay. Dieser provisorische Bergmannspickel ist ja viel schlechter als meiner einfacher, den ich schon vorher hatte. Aber gut, das gehört ja zum Tutorial mit dazu, ne? Dass man Sachen vielleicht auch herstellt, die man nicht unbedingt braucht. So. Das ist halt für eine andere Klasse sozusagen gedacht. Dass ich das hergestellt hätte. So, ich muss jetzt mehr Viecher killen. So wie ich das verstanden habe. Wo sind die denn? Da ist noch ein Vieh. Sieht irgendwie wie so ein mutierter Hase aus oder so. Jetzt muss ich noch einen finden, weil die droppen jeweils nur... Oh, oh, was ist das? Du droppst doch bestimmt auch Knochen. Ja, du droppst doch bestimmt auch Knochen, komm. Nee, der hat keine Knochen gedroppt. Vielleicht zu klein. Oh lol, ist das weit gezogen. Sehr gut, Rectal Physics sind auf jeden Fall da. Ah doch, der droppt auch Knochen. Okay. So. Heilsalbe erwerben. Gebratenes Fleisch erwerben. Okay, also Heilsalbe ist ja bestimmt irgendwo hier. Da ist es. Heilsalbe. Knochenfasern. Okay. Achso, das muss ich... Kann an Bänken mit folgenden Eigenschaften hergestellt werden. Es wird auch angezeigt, was man braucht. Man braucht eine einfache Kochstation. Das heißt, wir machen uns natürlich erstmal die Kochstation, Werkbänke, so platzieren. Keine Ahnung, machen wir einfach hier hin. Achso, ich brauche Steine. Okay, gut, dann bauen wir halt Steine ab. Ich finde es komisch, dass ich diese... Der Steinblock zählt ja nicht wie ein Stein. Der zählt ja nur wie ein Steinblock. Aber warum kann ich den nicht weiter zerkleinern? Verhieren. Finde ich echt komisch.
Aber gut, egal. Das ist, glaube ich, zu groß. Kann ich noch nicht abbauen. Vielleicht später oder so. Hier, das hier kann ich bestimmt abbauen. Ja. Da siehst du, das sind jetzt wieder Steinblöcke. Also das bringt mir nicht wirklich Steinchen sozusagen finden. Die irgendwo auf dem Boden rumliegen. Gibt es auch Fische? Ja, bestimmt. So. Ja, Stöckchen werde ich eh noch brauchen. So, da ist noch ein Stein. So, okay. Hier muss wieder Kochstation. So, Brennstoff können wir... Ach, hier Holzbündel hatten wir vorhin auch gehoben. So, dann machen wir anzünden. Dann können wir untersuchen. Ne, warte mal, nicht untersuchen, sondern... Brennstoff hinzufügen? Nee. Ach so, man muss hier unten ist wirklich das Feuer auslöschen oder halt entfachen, sage ich jetzt mal. Und wenn man ein bisschen weiter nach oben guckt, ist, dann kann man die Gegenstände reinmachen. Ich will die Heilsalbe da automatisch auffüllen, herstellen. So, wir brauchen aber 3 Stück. So, und jetzt, ja gut, gebratenes Fleisch können wir ja auch schon machen. So, wie viel brauchen wir? 1. Gut. Nutzten Sie Klasse 1 Assistenz, um abgenutzte Werkzeuge oder Kleidung in Ihrem Inventar zu reparieren? Okay. Option reparieren. Oh Gott, Junge, habe ich mich erschrocken. Okay, wir können wieder zurück. You've stolen life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Now, I've led you about around. Through bog, through bush, through brake, through briar, and forthwith a temporal realm of abeyance awaits, and so too, Nightingale. First you must oblige your inner essence, and choose the landscape that beckons. Ah, no need for words, only thought. Okay, also ich kann mir jetzt auswählen, ob ich Sumpf, Wüste oder Wald haben will. Wüste fand ich cool. Wald fand ich meh, weil ich das halt, also zumindest das, was ich gesehen habe. Also ich würde Sumpf oder Wüste nehmen. Das mit der Hitze geht mir ein bisschen auf den Nerv. Aber gut, in einem Sumpf würde mir natürlich, oder würde mir auf den Nerv gehen. Ich glaube, ich nehme Sumpf. Of the fen. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Crack their pitiable little skulls. Show no mercy. Reisen Sie in eine Spielwelt. Dann müssen wir wieder zu einem Portal. Warte mal, ich muss jetzt auch mal gleich. Rechtsklick. 3 von 14 Klasse 1 Essenzen. Was sind überhaupt Klasse 1 Essenzen? Das ist halt die Frage. Wingen, Block. Ach, man hat auch Blocken, okay. Gut zu wissen. Hat man dann vielleicht auch Schilde und sowas? Weltenkarten. Ach ja, das sind Essenzen. In allen Dingen, lebendig oder nicht, findet sich Essenz. Die fundamentale Magik. Oh Gott, das ist so dumm. Kann extrahiert werden und genutzt werden, wenngleich das, was übrig bleibt, nur ein Bruchteil des ehemaligen Ganzen ist. Aha, das heißt, man kann vielleicht aus Klasse 1 Essenzen dann Klasse 2 Essenzen machen oder sowas. Aha. Okay, also gefühlt überall sind diese Essenzen drin. Das ist das Blocken, by the way, und man kann beim Blocken sich nicht bewegen. What?
Also der läuft auf der Stelle beim Blocken. Okay, interessante Mechanik, aber muss ich jetzt nicht verstehen, warum man sich beim Blocken nicht nach hinten bewegen sollte. Und auch wieder so eine Sache. In welchem Survival-Game gibt es beim Blocken? Also das ist auch wieder so ein typisches RPG-Element. Also es gibt, in den meisten Survival-Spielen gibt es halt ja angreifen, es gibt bauen und es gibt sonst was, aber blocken ist einfach, es ist so typisch RPG, also, oh mein Gott, ja noch größer das Zweckspiel. Oh, eine Kiste. Ah, her damit. Das Ding ist jetzt, ob ich jetzt... Oh, guck mal, wir haben hier wieder so eine Hoffnung. Ja, das lese ich mir jetzt nicht durch. So, ich denke mal, die ganzen, diese komischen Hoffnungsdinger kann man bestimmt irgendwo durchlesen. Die Anleitung, Händler, Kodex, ist es das hier? Nee, das ist es nicht. Tagebuch, das ist es auch nicht. Naja, egal. Ich will einfach nur gucken, ob wir hier vielleicht noch mehr Kisten haben. Ist irgendwie geil, wenn man hier, wenn man hier draufklettert, dass man halt irgendwie noch, damit man nicht mehr wieder runterrennen muss, dass man irgendwie schnell nach unten kommt, also durch einen Fallschirm oder irgendwas. Dass das sieht, ja, oder hier so ein Kran, dass man den benutzen könnte. Aber egal, ich habe mehr Kisten gefunden, her damit. Was auch immer mir das dann bringt. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt... Vielleicht werde ich das auch verlieren. Nachdem ich in meine neue Welt dann reise. Ist hier noch, ah, da ist noch eine Kiste. Aber ich meine, diese Kisten stehen jetzt hier nicht umsonst da, oder? Also das wäre auch irgendwie komisch. Ich meine, ich bin ja immer noch im Tutorial. Tutorial. So. Und da ist noch eine Kiste, okay. Ah, ich habe aber jetzt, glaube ich, Weltenkarten bekommen, ne? Das heißt, ich kann vielleicht diese Weltenkarten dann benutzen, um irgendwo anders hinzukommen. Ist das... Oh, einfacher Schirm. Und eine Heilsalbe. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich diesen Schirm nicht nur für Regen oder für Sonne benutzen kann. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich den Schirm benutzen kann, um... Doch! Oh, ist das geil. Oh mein Gott, genau auf sowas habe ich gehofft. Das ist ja voll geil. Ich liebe sowas. Okay, okay, ich falle aber und ich falle nicht mehr. Okay, das ist geil. Wirklich. Das ist sehr, sehr cool. Liebe ich. Warte mal, ich bin gerade doof. Warum sehe ich das Portal nicht? Hinter mir anscheinend. Ach so, da. Ja, jetzt sehe ich es, ja. Aber auch wieder so ein typisches RPG-Element. Also... dass man irgendwo hochklettert und dann halt runtergleiten kann. Also schon direkt am Anfang, ohne es gebaut zu haben, sagen wir es mal so, einfach einen Gegenstand aufheben und runtergleiten. Normalerweise hast du bei Survival-Spielen, dass du das halt erstmal craften musst und sowas. Also ich frage mich halt wirklich, ob die dann halt im späteren Spielverlauf wirklich diesen Mix aus RPG und Survival wirklich richtig hinkriegen. So, Biomkarte. Da und da. Portal öffnen. Oh mein Junge. Remain vigilant while the realm's alive. Alter, what the fuck ist das denn? Hä? Ach du Scheiße, was geht denn bei euch bitte? Junge, willst du mich verarschen?
Okay. Ja, echt voll die Verarsche. Also ich finde es auch auf jeden Fall gut, dass hier die ganzen Viecher, also dass die ganzen Monster oder wie auch immer, sich auch gegenseitig angreifen. Das habe ich schon bei V-Rising richtig gemocht. Während wir das gespielt haben, dass halt einfach die Welt ist dadurch sehr viel lebendiger, dass du nicht die einzige Gefahr bist für andere Lebewesen, sondern die Lebewesen bekämpfen sich halt auch wie in der Natur gegenseitig. Finde ich richtig cool. Oh mein Gott! Alter, ich scheiß mir gleich ein. Könnt ihr mal bitte chillen? Ich sterbe gleich, weil ich nicht weiß, wo meine Heilsalbe ist und wie die überhaupt aussieht. Wie sieht meine Heilsalbe aus? Ach, ist das das? Ja, 7. 7, 7, 7. Benutze es, benutze es. Der ist schon mal RIP. Hat er irgendwas? Nee. Da waren aber auf jeden Fall mehrere. Da ist irgendwas. Da waren, glaube ich, 3 solcher Viecher, ne? Oder sind die jetzt auf einmal weg? Ja, ich kann anscheinend durch das Portal. Realmwalker, your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Okay, auf jeden Fall ein sehr cooles Tutorial. Und wir werden an der Stelle auch aufhören, weil ich will jetzt nicht, dass eine Folge 2 Stunden lang ist. Eigentlich wollte ich ja mal wieder eine halbe Stunde Folge machen, aber nee. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Deswegen, wir gucken uns jetzt die Welt höchstens noch so 5 Minuten an und hören mit dieser Folge dann auch auf. Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Denn ich habe sowieso noch genug Spiele, die wir die nächste Zeit noch spielen werden. Unter anderem auch Fractured Veil, Dark Envoy, Genopanic, was ich schon mal in der Demo gespielt habe. Als das von einem Jahr in wurde mir mal die Demo gegeben, also als Early Access Demo, glaube ich sogar. Dann haben wir Night of the Dead noch. Und ja, das sind nur so ein paar Spiele, auf die ich Bock habe. So, Reise fortsetzen. Willkommen daheim. Okay. Na gut. So, wir sind jetzt hier in diesem Sumpf. Oha, die Karte ist echt nicht klein, sagen wir es mal so. Grenzhändler haben wir hier. Sasse, wir haben hier Portale. Okay, kleine Weltenkarten, um irgendwelche Effekte kann man auslösen. Was ist das? Das sind Wölfe. Aha, okay, man sieht auch später anscheinend, wo welche NPCs bzw. Viecher rumrennen. Habe ich jetzt alles aus dem Inventar behalten? Ja, tatsächlich. Also alles, was man, wer das Spiel zuerst anfängt, alles, was man beim Tutorial mit sich nimmt, behält man auch nach dem Tutorial. Ist vielleicht ganz wichtig. Ist der witzig. Weil, wenn ich das Inventar öffne, ist sozusagen, wird mein Charakter von vorne gezeigt. Wenn ich viel zu nah an Puck rangehe, dann wird er mir auch halt angezeigt. Also der verdeckt meinen Charakter. So. Wie gesagt, das war's erstmal. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hatte dieser Teil gefallen, beziehungsweise dieses Spiel gefallen. Und damit sage ich reingehauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken.